Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Biber hier am Start, todeserkältet und heute Nacht ist es geschehen, ein neues Update, aber nicht die Operation, nein. Das Ganze nennt sich Brothers in Arms Update, wir haben eine neue Case und dort kann man tatsächlich Handschuh-Skins ziehen. Das habe ich schon 2013 prophezeit, wer meine alten Update-Videos kennt und das war ja auch abzusehen und nun sind sie endlich da. Die werden wir uns gleich mal alle schön anschauen. 17 Stück, glaube ich, an der Zahl. Ne, 17 Waffen, Skins und 24 Handschuh-Skins. Ja, die sind genauso rare wie ein Knife. Also in den Kisten gibt es keine Knives, sondern Handschuhe. Dann haben wir noch ein Lobby-Update. Das bedeutet, man kann jetzt aus Steam-Gruppen Lobbys erstellen und Leute dazu einladen. Also für Leute ohne Freunde. Und wir haben neue Music-Kits. Das braucht die Welt natürlich auch. Finde ich absolut klasse. Man kann hier so ein bisschen durch die einzelnen Handschuhe durchscrollen. Ja, also ein paar sehen ganz nett aus, würde ich mal behaupten. Und ich denke mal, die, die am krassesten Wert haben, sind die Bloodhound-Handschuhe, weil da so ein schönes glitzerndes Bloodhound-Symbol glänzt. Und das hier sieht schon ziemlich special aus, muss ich mal sagen. Snakebite. Wobei, das finde ich irgendwie auch ziemlich nice. Also die haben schon ziemlich geile Strukturen und Formen und Designs bekommen. Und da bin ich mal gespannt, was geht. Das hier ist, wäre ein Red Skin, die M4A4 Buzzkill, finde ich jetzt nicht so special. Dafür aber die Scout, die Dragonfire, die ist jetzt schon seit 1,5 Jahren, glaube ich, im Workshop oder noch länger. Und ich habe mich immer gefragt, wann die rauskommt. Vor allem der Puffin, der hat schon einige ziemlich geile Skins eingereicht. Und dann machen wir doch direkt mal eine kleine Exkursion. Ich denke mal, das interessiert einige von euch, denn der Typ hat wirklich einige sicke Skins, guys. Einige wurden auch schon akzeptiert, die Neon Rider kennen viele, die habe ich auch damals übertrieben gefeiert. Dann haben wir noch die Nemesis MK2, die MP7, dann haben wir noch die Dragonfire jetzt aktuell und die Bison Curse, beziehungsweise Anubis, haben sie die ja dann umbenannt. Ziemlich, ziemlich geil und der hat noch mehr geile Skins, also auf was ich auf jeden Fall warte, ist die SG553 Eagle Eye, die ist auch schon ewig lange im Workshop drin, ich hoffe, die kommt auch mal irgendwann rein, also es sieht schon sehr fresh aus, Jungs, müsst ihr echt zugeben, und die Desert Eagle Orochi, oh shit, die kann ich auch unnormal feiern, aber allgemein, der Typ, der hat es halt echt drauf, also keine Ahnung, und auch hier die Glock, ich habe zum Beispiel gesehen, wir haben schon wieder eine graue Glock, warum, Gaben, machst du nicht so eine rein, diese Midas hier, guck mal, relativ schlicht, aber hat doch irgendwie was. Sieht doch irgendwie total sexy aus. Oder nicht, Jungs? Hat doch irgendwie was. Oder hier, eine Glock Indigo. Gucken, wie schaut die aus? Wäre doch auch mal was. Guck mal, sieht doch auch irgendwie stylisch aus. Keine Ahnung. Nun ja, back to the game. Also, Dragonfire, wie gesagt, lecker. Danach, was haben wir hier? Die Sword of Wasteland Princess. Ja gut, klar. Wie die Wasteland AK oder Wasteland Glock gab es ja auch, nur halt ein bisschen im girly Look, finde ich eigentlich auch noch ziemlich nice. Die hier hat auch was, also darf man nicht unterschätzen hier mit dem eingravierten oder Steinsachen, das sieht ziemlich geil aus in Kombination, denke ich mal. Mecha Industries, okay, der Skin ist auch bekannt, finde ich jetzt persönlich aber nicht so nice, auch damals bei der M4 fand ich es jetzt nicht so sick. Cyrex, gut, ist auch bekannt, hat man sich schon satt gesehen, ehrlich gesagt. Die hier sieht katastrophal. Ja, sieht aus wie eine Boreal Forest mit Wasteland Rebel gekreuzt. Also finde ich jetzt auch nicht so special. Ja, ist halt der ganze Cyber-Kram, ne? Die finde ich noch ganz sexy. Hat was mit diesem, ja, diesem, ja, wie so ein Emerald Green. Geil. Finde ich ganz cool. Created by Chicken. Ja, die Turf. Ja, erinnert mich an zu viele andere P2000 Skins, also auch nichts Besonderes, nur halt den grünen, die sieht absolut kacke aus, sieht kacke aus, sieht kacke aus und aber die sind vielleicht noch ganz fresh. Ja, ich habe graue Glock hier, ja. Nee. Ja, dann sind wir wieder bei den Handschuhen angelangt, ja. Das sind die Skins, aber overall, ich sag mal so, nicht die schlechteste Case, ne, also einige Skins sind gut oder okay. Und halt jetzt mit den Handschuhen ein bisschen was Neues. So, gucken wir uns nochmal die Handschuhe an. Wie gesagt, 24 Stück an der Zahl. Ich bin auch mal gespannt, wie die einkategorisiert werden von der Value her. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, ich denke mal auf jeden Fall, dass die Bloodhound Collection von den Handschuhen am meisten wert sein wird. Und warum das Ganze? Weil Leute inklusive mir auf Bling Bling stehen. Und hier das Bloodhound Logo, das sieht schon sehr geil aus.
Vor allem in Kombination hier mit diesem Schwarzleder und diesem Snake-Hermo-Muster. Also es ist halt mega sick. Oder der hier, ich glaube, der heißt auch irgendwas mit Bronze, ist halt auch komplett shiny. Also das ist schon ziemlich geil. Den hier finde ich jetzt nicht so nice. Der hier ist auch noch ganz cool. Aber ansonsten selbst die etwas loweren Skins finde ich teilweise ganz special. Zum Beispiel den hier. Sieht aus wie so ein Assassine. Also finde ich schon irgendwie ganz geil. Die gefallen mir nicht so wegen diesem komischen... Ja, was ist das? So ein komisches Polster da oben drauf oder so. Das sieht irgendwie komisch aus. Also das gefällt mir jetzt nicht so. Also sieht wirklich aus wie so Fahrradhandschuhe oder sowas. Also keine Ahnung, das gefällt mir jetzt nicht so. Die hier finde ich so von der Struktur her teilweise ganz okay. Und die hier, ja, haben auch so ein bisschen was, ne? Und die hier sehen aus wie so Ritterhandschuhe, keine Ahnung. Und das mit Snake Hammer finde ich vielleicht auch noch ganz nice. Aber bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, ich kann ja jetzt schon sagen, dass hier, das wird brutal sein, die hier. Vor allem der hier, ziemlich geil. So, wir wollen aber auch gar nicht mehr lange Zeit verlieren, denn es handelt sich hierbei um ein Case-Opening-Video. Und wir machen jetzt 10 Kisten auf. Ich habe mir gedacht, wir machen das immer, wie bei jeder neuen Collection. Ich werde das Beste, was ich ziehen werde, vergiveawayen. Allerdings gilt mal wieder die Regel, wenn das nur Scheiße sein sollte, werde ich nichts vergiveawayen. Weil, also keine Ahnung, für 2 Euro, Jungs, da machen wir uns nichts draus. Vor allem, bis ich das vergiveaway, kostet nur noch 10 Cent. Das wäre ein bisschen Bullshit. Also hier irgendwie 10 Cent zu vergiveawayen. Also wenn ich einen Handschuh ziehen würde oder so, oder hier so Redskin, lecker, hau ich raus, kein Problem. Ansonsten nicht. So, ich hoffe, ihr fiebert mit. Video liken, kommentieren, dann habt ihr die Chance. Wenn ich nur Scheiße ziehe, Pech. Okay, fangen wir an mit der ersten Case. Und 12 Euro sind weg. Ich habe mir die Kisten heute jeweils für 10 Euro gekauft. Vielleicht, wenn das Video rauskommt, kosten die nur noch 5 bis 6. Je nachdem, keine Ahnung. Und natürlich der Key jeweils 2,20 Euro. So, wir haben die MP7 Cyrus. Wobei, aber sieht... Ich finde von der... Schön, das ist blau eigentlich, ne? Aber ist... Naja, jetzt nichts irgendwie krasses. Ja, nicht schlecht. So, kommen wir mal zu der nächsten Case. Ich habe übrigens die letzten paar Tage gar nicht mehr gestreamt, weil ich, ja, ihr hört's, ich bin erkältet, meine Freunde, ja, absolut. Mich hat's wieder umgehauen, ich war dieses Jahr schon 4-mal erkältet. Das letzte Mal hat's mich richtig umgehauen auf der Gamescom und ich glaube, dann war ich dazwischen ja auch nochmal krank. Dann im Frühjahr habe ich ja immer komplett Heuschnupfen und den ganzen Scheiß, also ich war gefühlt das ganze Jahr krank. Das war das schlimmste Jahr in meinem Leben. Aber naja. Ich bin auf dem Weg der Besserung, meine Freunde, und dann dürften wahrscheinlich auch Mitte der Woche wieder die Streams kommen. Und wir haben nochmal eine Cyrus. Ah, das tut schon ein bisschen weh hier. Ach ja. Naja, das Beste, was wir bisher gezogen haben, ist hier die Stinger. Boah. Ah. Aber jetzt irgendwie auch nichts Besonderes, ne? Ich hätte auf jeden Fall mal Bock. Also keine Ahnung, ich will auch mal sehen, wie das so aussieht, wenn man so Handschuhe unboxt. Vor allem unboxt, das Wortspielchen. So, nochmal die Stinger. Natürlich auch hier 10-mal nur blau ziehen. Also da haben wir wenigstens schon mal 2-mal lila. Die sind ja jetzt auch noch in diesem Moment noch ein bisschen was wert. Deswegen, also bis auf das Beste, ich werde die natürlich auch alle direkt wieder in den Marketplace reinstopfen. Damit ich hier nicht mit ganz so viel Lost rausgehe. Aber so wie es aussieht, werde ich mit übelst viel Lost rausgehen. Denn die hier ist Battle fucking Gaben. Ho, was? Viel testet? You fucking serious? Ey, sieht ja abgrundtief schlecht aus. Holy shit. Frag mich auch, wer nimmt, lässt die dann überhaupt zu, die Kackwaffe da? Absoluter Trackskin. Wobei, gut, vielleicht feiert den auch der ein oder andere von euch. Ich nicht. Ja, die Glock 18 Ironwork, ja. Was ich hier auch bei unfassbar finde, wir haben gefühlt 10 verschiedene graue Glock-Skins und es ist wieder ein grauer Glock-Skin und ich sage es in jedem Case-Opening wieder, hört auf mit den grauen Glock-Skins. Nein, es kommt immer eine neue rein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Jungs, sagt mir, warum machen die das? Warum immer grau? Das ist absolut langweilig. Also ich meine, ein grauer ist ja okay so für die Leute, die auf sehr schlichte Skins stehen, aber brauchen wir dafür 10 Stück? I don't know. Ja, die Sand Scale. Ja, sieht auch katastrophal aus. Mache ich euch mit einem Photoshop Brush in einer Minute ready. So, das ist auch nichts. Na, schade, ey. Hm,
war guter Dinge. Mates, ich war sehr, sehr, sehr guter Dinge. Und es ist die Glock 18 Ironwork in Statrack und absolut dunkel. Die ist wahrscheinlich Battle Scarred jetzt, oder? Kann das sein? Jetzt sieht sie ja komplett anders aus. Guckt euch das mal an. Warte mal. Field-tested? Battle Scarred. Ah, ich muss aber sagen, so gefällt sie mir besser, oder? Das ist ja, es gibt ja einige Skins, die sind ja von der Condition her, wenn sie abnehmen, werden sie einfach nur dunkler. Wie zum Beispiel so eine AWP Medusa. Ja? Die kriegt ja keine Scratches, wenn sie Battle Game ist, sondern die wird einfach nur dunkler. Und hier haben wir das auch. Und sie gefällt mir persönlich im Battle Game ein Ticken besser, ne? Oder was meint ihr? So die Schwarz mit dem leicht Graubraun fand ich schon ein bisschen stylischer als nur das Grau auf Grau. Also hellgrau auf dunkelgrau. So, nochmal die Cyrus. So, und die letzte Case, meine Freunde. Und dann haben wir jetzt, ja, 120 Euro wasted. Ah, 10 Euro pro Kiste. Das ist teuer, teuer, teuer. Es ist die Nova Gila. Ja, wir haben nichts Krasses gezogen. Ja, die sieht ja auch katastrophal aus, würde ich mal behaupten. Ja. So, das war's mit dem ersten Case-Opening, der Glove-Case, also der Handschuhkiste. Wir haben nur Scheiße gezogen, deswegen tut mir leid. Da, ja, da, was soll ich denn dafür giveawayen? Da macht ja alles absolut gar keinen Sinn. Die kosten jetzt vielleicht noch 2 Euro. Und wenn ich das Giveaway in einer Woche closen würde oder so, 10 Cent. Also, vergib mir da. Vielleicht werde ich die Tage dann nochmal eins machen, um mal so einen Handschuh vielleicht zu ziehen. Vielleicht lacken wir ja rein und den haue ich dann raus. Ansonsten abwarten und wie immer gilt, hier zieht man tatsächlich nur Scheiße. Bei Drake Moon, ich habe wieder eine Dragonlord Battle Game gezogen. Ja, so ist das. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.